Willkommen zurück zur 45. Folge des Let's Play Civilization 3. Wir haben in der letzten Folge unseren ersten kulturellen Übertritt bekommen. Eine russische Stadt, ja, hier ganz in der Nähe. Wo? Genau, hier. Diese Stadt, deren Namen ich nicht aussprechen kann, ist zu uns übergetreten. Weil sie einfach so kulturell beeindruckt war. Ja, nicht schlimm. Kein Ding. Im Gegenteil, überhaupt nicht schlimm, sondern sogar sehr gut. Ich habe da gar nichts gegen. Ich würde mich besonders freuen, wenn das passieren würde. Hier irgendwo, zum Beispiel hier im Bereich Potsdam, wenn mir Tacoma oder so übertritt oder Hunt Valley, zumal Tacoma ja auch eine ziemlich große Stadt ist. Vielleicht ein bisschen schwierig da. Aber Potsdam kann nur endlich weiter wachsen, weil mal die Felder benutzt werden, die ja. Okay, weiter geht's mit dem fröhlichen. Wir versorgen unsere Städte mit Mech-Infanterien. Und ich hoffe, in dieser Folge ist es zu schaffen, dass das fertig wird. Mit den Mech-Infanterien. Es geht ja immer relativ langsam voran. Da ja in der Runde doch ganz schön viel oder jede Runde doch ganz schön viele Aktionen passieren, die man so machen muss. Ich habe in der letzten Runde noch zwei neue Städte gegründet, zum Beispiel. Und im letzten Let's Play noch zwei neue Städte gegründet. Und da musste ich ja halt auch mal ein bisschen gucken. Wo ich diese Städte hinstelle und ein bisschen mit den Siedlern umherwandern. Ja. Und ich habe dann auch zwei ganz gute Positionen gefunden. Und ich zähle hier wieder nicht mit, wie viele automatisierte Arbeiter da irgendwie durchlaufen. Es sind auf jeden Fall verdammt viele. Hier ist eine der neuen Städte. Hier kann ich noch eine Cavalry disbanden. Hier sicher auch. Und hier auch. Weimar ist ja nicht mehr ganz so neu. Ich glaube, da geht mir. Nee, geht mir nichts verloren. Immer ruhig, geht mir nichts verloren. Ja, und ich glaube, jetzt ist es bald soweit. Coventry ist schon überversorgt. Ja, ich glaube, ich kann es jetzt langsam lassen mit dem Produzieren von weiteren Mech-Infanterien. Und kann jetzt dazu übergehen, dass ich das Raumschiff weiterbaue. Also werde ich jetzt, wenn Mech-Infanterien fertig werden, schauen, dass ich vielleicht Raumschiffmodule baue. Muss ich wieder ein bisschen drauf achten, hatte ich jetzt schon zwei Städte. Disorder. Ja, dass ich entweder Raumschiffmodule baue oder vielleicht noch ein paar Siedler, um die Lücken zu schließen, die jetzt noch offen sind.
auf dem Kontinent. Ist die Universität fertig? Hätte mal stattdessen eine Factory bauen sollen. So wie hier. Sehr schön, die Library fertig. Obwohl es hier eigentlich nichts gibt mehr zum Ausdehnen. Außer in den russischen Raum rein, aber das wird wohl nicht passieren. Diese Stadt kann weiter wachsen und auch eine Library bauen. Okay, jede Menge Disorder irgendwie. Hier braucht zum Beispiel auch kein Research Lab gebaut werden. Ich denke, eine Factory wäre wichtiger für den Anfang. Dann werde ich mal die ganzen Städte wieder upscreenen nach Disorder. Es ist ja doch wieder zahlreich aufgetreten. Bin mir relativ sicher, dass ich noch eine Stadt vergessen habe. Aber ich weiß nicht welche. Ich glaube eigentlich irgendwas im Kernland, aber tja. Jo. Ich baue einfach mal einen Siedler. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn einsetzen kann. Und hier mache ich mal Storage und Supply.
Werden eigentlich alle Felder benutzt, aber trotzdem sind hier keine. Keine Helferlein. Die Benutzung ermöglichen. Ein anderes Modul. Engine wäre mal nicht schlecht. Antriebe. Boah. Kann man brauchen. Verbinde mal Hamburg mit New Hamburg. Hier bauen wir Fuel Cells. Und hier das Lebenserhaltungssystem. Schon da. Dankeschön. Ich habe was zu trinken bekommen. Das ist nett. Oh, hier baue ich mal dieses teure. Weiß gar nicht so genau, was es ist. Also teuer im Sinne von braucht viele Schilde. Das Vergnügungszentrum. Cockpit. Mir war so, als hätte ich vielleicht die Wurst vergessen und tatsächlich, ich habe es vergessen. Was bauen wir hier? Oh, ist ja nur noch eins übrig, und zwar die Stasis-Kammer. Dann macht mal bitte. Ich sehe übrigens, dass ich gerade an Future Tech forsche.
Denn ich forsche nicht nur an FutureTech, ich forsche sogar schon an FutureTech 6. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Okay. Alles da. Das wäre jetzt doof. Nee. Ich aktiviere den mal und schicke den woanders hin, wo der gebraucht wird. Zum Beispiel hier in Mumbles. Ja, von daher kann ich mal schauen, ob es einstellbar ist, dass ich kein Geld mehr verliere. 40, nee, 50% muss ich runtergehen. Auf 50% dann bekomme ich Geld. Dann mache ich das. Dann brauche ich zwar länger für die Future Tech. Aber ich kann beschleunigen, dass einfach ja, so ein Hospital gebaut wird und sowas. Und das halte ich schon für recht sinnvoll. Ja, und da jetzt hier alles fertig ist, weiß ich nicht mehr, was ich noch bauen könnte. So Sachen wie Tempel und Kolosseum könnte ich natürlich bauen. Es bringt es aber auch nur dann. Wenn sehr viele unglücklich sind. Und ich dadurch nicht alle Felder bewirtschaften kann. Ist jetzt hier aber nicht der Fall. Oh, da habe ich irgendwo einen Stealth-Bomber gebaut. Civil Disorder in Salzburg und Pointes. Portsmouth, Straßburg. Bordeaux. Oh, schon wieder viel. Hier ist ein weiterer Teil vom Raumschiff fertig geworden. Und zwar das Docking Bay. Okay. Dann suchen wir mal nach Potsdam. Kann ich ja doch jetzt das Aquädukt angehen. Wenn ein Wachstum möglich ist. Ja.
Jetzt muss ich auch nochmal über alle Städte drüber gehen, weil das waren ja doch wieder eine ganze Menge, die jetzt irgendwie rumgesponnen haben. Die Ausdehnung gewachsen. Okay. Hier brauche ich unbedingt Arbeiter. Macht mal, Leute. Aktiviere die jetzt. Dann kommt ihr hier rüber. Ja, in Cologne ist auch alles fertig. Ich kann jetzt eigentlich nichts mehr bauen. Ich kann eigentlich nur noch Wealth klicken, so dass ich nur noch Geld produziere. Na, stimmt nicht. Trink mal eben aus. Ausgetrunken. Okay, also ich könnte hier eben noch so Sachen produzieren wie Kolosseum und Tempel und sowas, damit weniger Leute. Also ich weniger Entertainer brauche. Ist halt ein bisschen die Frage, bringt mir aber auch nicht wirklich was. Jetzt sehe ich es nicht, dass da mehr Commerce dazu kommt. Aber das passiert anscheinend auch nicht. On the fly. Naja, dann baue ich die Dinger einfach, weil ich nicht weiß, was ich sonst bauen soll. Das wird schon was bringen. Oder so. Ich brauche jetzt irgendwie dringend mal Arbeiter, die hier so die Verbindung herstellen. Du auch, Tempel. Ab nach Liverpool. So, der Siedler ist dran. Ja, hier ist natürlich alles vollgebaut.
Ist also eher die Frage, wo können wir hier noch eine Stadt gründen? Vielleicht nehme ich mir die Möglichkeit, hier irgendwo zu bauen. Jetzt mal da hingehen. Da würde ich jetzt noch stören. Wenn ich jetzt noch einen Schritt dahin mache, dann nicht mehr. Oder einen Schritt dahin. Könnte sogar dorthin gehen. Na, dann mache ich das. Einfach um den Raum zu nutzen, den wir haben. Und die Möglichkeit zu nehmen. Genau. Und die Möglichkeit zu nehmen, dass dort Barbaren sich ansiedeln können. Haben sie es geschafft? Nee, haben sie noch nicht geschafft. Da wandern auch noch einige. Das sind die schlecht versorgten Ecken. Sollte ich vielleicht mal auch mal hinklicken und mal so ein paar Arbeiter wieder freimachen und die manuell dazu bewegen, dass sie Railroads bauen. Mache ich doch mal. Ich will mal die. Reichen schon, die drei. Und hier dann irgendwie noch zwei. Gut. Bauen Tempel. Ja, klingt komisch. Soll's aber. Die große Tempelbauoffensive. Was wir vor x-tausend Jahren nicht gemacht haben, beginnt jetzt der Bau von Tempeln. Eine wichtige Aufgabe. Hey, da gibt's nur einen. Hängt das vielleicht mit der Straße, mit der Schiene zusammen? Gut, ich baue mal eine Schiene.
und versuche dran zu denken. Huch, überfrachtet. Du auch hierhin. Und die Runde ist zu Ende. Jetzt dürfen wir wieder bestaunen, wo Civil Disorder auftritt. Da ist das Hospital fertig. Das bringt uns Wachstum. In Kiew, Hastings. Ein Tempel, das muss ich mir gleich mal angucken. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mal. Ach doch, hier. Ja, schön. Wunderschön. Kolosseum als nächstes. Brandenburg, New Berlin, Cherbourg. Der ist schon wieder so viele. Disease, Disease, Disease. Okay. Kann ich eigentlich schon wieder alles upscreenen? Nicht schon mal umstellen auf Tempel. Doch kein Aegis-Cruiser gebaut hin, sondern ein Tempel. Oh. Und zwar ein monumentaler Tempel. Mindestens. So, und wir können mal gucken, was wir mit dem neuen Geld anfangen können. Wir könnten hier zum Beispiel die Library fertigstellen. Und auch hier. Und vielleicht hier noch das Hospital? Nee, das reicht nicht.
Okay. Immerhin. So, hier ist auch die Schiene fertiggestellt. Hier fehlt noch die Schienenverbindung. Mach mal. Reinige mal. Mach mal Schiene. Mach mal Schiene. Jo, jetzt weiß ich gar nicht, da überhaupt noch irgendwas zu machen ist. Die ganzen Dinger, die ich baue, überhaupt noch irgendwie verwenden kann. Da ist jetzt alles fertiggestellt. Ein Tempel, bitte. Hier scheinen mir wirklich schon alle Orte versorgt zu sein. Dann ab nach dort. Da ist auch die Verbindung hergestellt. Vielleicht noch nach hier. Kurze Wege. Kurze Wege verfallen bestimmt auch der KI besser. Sind schon wieder zu viele gelandet. Da noch nicht, aber gleich. Ja, in Bristol. Ey, hier könnte ich sogar Upgrade to Radar-Artillerie machen. So, die Fregatte. Die werde ich mal. Aktivieren, um sie dann zu disbanden. Irgendwann. Kannst hier stationiert bleiben.
Na klar. Coventry haben wir Civil Disorder. Ich denke mal, wenn ich die Tempel und Kolosseen gebaut habe, dann wird da auch nicht mehr schnell Civil Disorder auftreten. Oh, hier ist ja noch eine Infanterie drin. Kann ich auch updaten zur Mech Infantry? Will ich aber gar nicht. Juhu, Library ist fertig. Courthouse wäre nicht schlecht. Obwohl, brauchen wir hier nicht so dringend. Dann machen wir doch Factory. So, Manufacturing Plant fertig. Dann kann ich mal an Offshore-Plattformen und sowas gehen. Ist auch die Factory fertig. Ist die Library fertig. Hatte ich ja gekauft. Aquädukt muss sein. Hier muss eigentlich auch Aquädukt sein. Offshore-Plattform, cool. Wäre natürlich ein Hafen nett. Forest into Tundra. Das hat doch wohl auch nichts mit Klimaerwärmung zu tun, sondern. Achso, doch, ja, gut, der Forest ist weg. Und den kann ich immer noch wieder anpflanzen. Huch, Modern Armor gebaut. Versehentlich. Ja, dann. Moment mal. Dann schmeißen wir die Modern Armor doch gleich mal in die Waagschale. Für ein Kolosseum. So, und hier wollte ich gucken, ob ich. Ja, tatsächlich. Mit Hilfe der Schienen bekomme ich hier zwei Nahrungsmittel. Okay. Dann können wir noch mal gleich in die Civiclopedia gucken. Worker Actions Railroad.
Ist jetzt nicht so direkt so zu sehen, ne? Shield production in square containing rails is increased by 50%. Also möglicherweise gibt es ein Wachstum. Möglicherweise. Muss man wahrscheinlich eher so sehen. Ja, und hier wollte ich mal eine Schiene zwischen den Orten bauen. Das hier, der Wald muss hier erstmal weg. Gut, hier sind die ganzen Städte oder der Influence ist jetzt hier überall gewachsen, so dass die Städte einigermaßen viel Raum haben. Na gut, dann soll es das für dieses Let's Play wieder gewesen sein. Wir haben ja einiges an... ja, wir haben es, glaube ich, so ziemlich geschafft, alle Städte mit Mech-Infanteries auszustatten. Und auch die Railroad ist so gut wie fertig. Fehlen nur noch wenige Abschnitte. Und das schaffen wir dann auch in der nächsten, im nächsten Let's Play. Und im nächsten Let's Play werden wir wahrscheinlich weite Teile des Raumschiffs fertigstellen. Und darauf dürfen wir auch gespannt sein. Ja, jetzt muss ich noch warten, dass hier die Einheiten fertig werden in der Bewegung. Und eigentlich muss ich auch ganz dringend auf Toilette, deswegen muss ich jetzt auch unbedingt aufhören. Ja, dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ich weiß gar nichts mehr zu sagen, weil ich gerade andere Nöte habe. Okay. Die guten Arbeiter möchten sich einfach nicht beeilen. Sie möchten sich nicht beeilen. Die möchten echt, dass ich mir in die Hosen mache. Ja, und darum müssen die Schienen jetzt auch mal komplett fertig werden, aber hier sind sie ja dabei und hier, auch hier sind sie dabei, die Schienen komplett fertigzustellen. Also ist das ja wirklich nur eine Frage der Zeit. Gut, wir sind fertig, dann bis zum nächsten Let's Play.